Hi, ich bin Skate und herzlich willkommen mal zu einem Blightfall-Video, was nicht zusammen mit Spark ist und im Singleplayer. In diesem kleinen, ja man könnte sagen Tutorial, möchte ich euch mal zeigen, wie man die Anfänge in Blightfall eigentlich richtig spielt, was Spark und ich alles so falsch gemacht haben und euch quasi, wenn ihr selbst das Ganze mal anzocken wollt, so eine kleine Anleitung geben, wie man hier am besten am Anfang vorgeht, wie man mit diesem Questbuch umzugehen hat und so weiter. Wir sind jetzt hier gerade schon am Drop Point Alpha. Das hier ist der Transporter, der uns hochbeamen kann. Das habe ich jetzt gerade am Anfang übersprungen. Wenn ihr euch für die Story interessiert, guckt am besten unser Let's Play dazu. Was ist Blightfall? Blightfall ist eine Hardcore-Adventure-Map mit, beziehungsweise Survival-Map mit Modded Survival, mit über 100 Mods und einer fetten Storyline. Und es ist wirklich nicht einfach, deswegen zeige ich jetzt in diesem Video, was wichtig ist. Das allererste, was wirklich wichtig ist, ist der Hunger. Den Hunger werdet ihr haben. Und ihr solltet vielleicht euren Hunger nicht auf Null sinken lassen, sonst seid ihr instant tot. Wir gucken als allererstes in das Questbuch rein. Da ist immer ein bisschen Story. Klick hier to start. Und dann ist besonders wichtig, dass ihr eine Reputation habt. Und abhängig von der könnt ihr euch Sachen noch dazu kaufen, quasi euch die Quests erleichtern, was natürlich negative Reputation zur Folge hat. Oder ihr schafft Quests, dann bekommt ihr Plus. Und wenn ihr auf minus 150 sinkt, dann habt ihr die Quest leider verloren. Außerdem gibt es keine Leben hier, das ist vielleicht noch das Interessante. Wenn ihr sterbt, verliert ihr einfach automatisch 10 Reputation. Das wurde irgendwann mal mit der neuesten Version abgeschafft. Wir fangen als allererstes mit der Instructor-Quests an, denn die zeigen einem, was wichtig ist. Und ja, man soll am Anfang gleich einfach mal eine Erde übermitteln. Und dabei erkläre ich auch, wie das Ganze funktioniert. Wir können uns frei in diesem Buch hier rum bewegen. Und es gibt eigentlich mehrere Arten von Quests, wie man hier auf der linken Seite sieht. Verschiedene Quest-Lines, könnte man sagen. Und natürlich auch ganz viel Text auf Englisch, der uns jetzt aber mal weniger interessiert. Hier sieht man auch, dass Quests voneinander abhängen und es gibt verschiedene Arten, wie gesagt, die meisten sind entweder irgendwas entdecken, irgendwas im Inventar haben oder irgendwas submitten. Deswegen klicke ich hier auf Manual Submit, die Erde verschwindet und ich bekomme jetzt hier plus 1 auf die Reputation mit Claim Reward. Und wenn ich jetzt hier zurückgehe, dann sehe ich auch, hier plus 1. Okay, alles klar. Ich gehe einfach mal die Instructor Quest am Anfang durch und erkläre hier ein bisschen was. Das nächste, was wir machen müssen, ist, dass wir einen Oak Sapling eben bringen. Und den Oak Sapling selbst, den bekommen wir vom Supplier. Da klicken wir hier, Request Oak Sapling. Man sieht hier auch, man kann auch andere Dinge requesten, wie zum Beispiel Seeds und so weiter, was durchaus Sinn haben kann zu verwenden, was einem das Spiel einfacher macht. Aber für uns am Anfang sollen wir einfach einen normalen Oak Sapling bekommen. Und die Quest reicht auch schon, wenn wir den quasi im Inventar haben. Jetzt kann ich Manual Detect klicken, hat er gefunden, Claim Reward und bekomme als Dankeschön nicht nur Mission Outlook plus 10, was also einem Leben quasi entspricht, sondern auch 2 Stacks Bone Meal, mit denen man sorgsam umgehen sollte. Jetzt, um die nächste Quest zu machen, um also unser Crafting Table herzustellen, muss ich natürlich erstmal anpflanzen. Den Baum hier in der Mitte, den lasst ihr am besten in der Ruhe. Wenn ihr den kaputt macht, dann habt ihr nichts mehr, was die etwas böse Landschaft, die man hier überall sieht und die absolut tödlich in meinem aktuellen Zustand ist, von dieser Glaskuppel weghält. Deswegen am besten Finger weg. Das ist übrigens nur ein Beispiel. Wenn sowas passiert wie jetzt hier übrigens, dann habt ihr den Setzling einfach falsch gesetzt. Dann kann er hier nicht richtig wachsen. Nicht zu viel Baummehl dran verschwenden. Hier hat es funktioniert. Okay, dann können wir den jetzt abbauen. Wir bauen erstmal nur ein Holz ab, denn das ist ja das, was wir für die Quest brauchen. Und jetzt kann ich hier, übrigens rechts wunderschön in Nate zu sehen, die Quest, hier sieht man schon Crafting Table, Claim Reward nochmal plus 1. Und so geht das jetzt hier weiter und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder können wir jetzt ein Tutorial nachgehen und dabei lernen, wie Tinker's Construct funktioniert, oder wir können sagen, ich kann Tinker's Construct schon, indem man einen Wooden Pickaxe und einen Wooden Mattock bastelt und dafür mehr Mission Outlook nimmt. Und wenn ihr schon mal ein bisschen was mit Tinker's Construct gemacht habt, dann würde ich euch auch empfehlen, dass ihr den schnellen Weg nehmt und das nicht über das Tutorial macht, weil ihr unterm Strich, ich habe das ausprobiert, mehr Reputation bekommt, die ihr später noch gut gebrauchen könnt, als wenn ihr quasi eine schrittweise Erklärung bekommt und ja, dann schrittweise quasi die Punkte. Macht schon einen Unterschied, ist glaube ich irgendwie doppelt so viel sogar, also lohnt sich in dem Sinne schon. Was man natürlich dafür braucht, ist ein bisschen Ahnung, wie Tinker's Construct funktioniert und das ist wahrscheinlich der schwierigste Part für mich in diesem Tutorial.
Das weiß ich selbst nie. Es gibt verschiedene Dinge, die man wissen sollte. Ich fange einfach mal an. Das hier ist die Crafting Station. Das ist einfach ein ins Inventar gelegte Crafting Table. Hat den Vorteil, wenn ich weggehe, fliegen die Sachen nicht runter. Dann müssen wir auf jeden Fall nochmal einen Baum anpflanzen. Ich hoffe mal, das gibt ein Setzling. Das ist übrigens ein lustiger Witz. Wenn das hier keinen Setzling gibt, habt ihr, glaube ich, ein Problem. Bin mir gerade gar nicht sicher, könnte aber sein. Wir lassen nochmal einen hochwachsen. Dankeschön, weil wir brauchen noch ein bisschen mehr Holz. Um in Tinker's Construct, einem Mod, der letztlich ein komplett alternatives Toolcrafting und Herstellen und was weiß ich was ermöglicht, voranzukommen, müssen wir am Anfang einige Dinge herstellen. Pattern Chest, Pattern Table, heißt das, keine Ahnung, wie die alle heißen. Das Einfachste habt ihr, indem ihr rechts einfach mal hier unten Pattern eingebt und dann bekommt ihr schon Dinge vorgeschlagen, zum Beispiel hier Pattern Chest, was einfach nur eine Chest ein Pattern ist, oder ein Stencil Table, was einfach nur ein Block mit einem Blank Pattern, die ich gerade eben schon hergestellt habe, ist, oder ein Tool, das weiß ich selbst den vollständigen Namen nicht, Tool Station, was eine Crafting Station und so weiter. Also ihr seht, es geht alles nach demselben System und wir werden jetzt einfach mal ein paar herstellen. Das ist die eine, Tool Station, dann stellen wir hier Stencil Table her, dann brauchen wir hier nochmal welche für eine Pattern Chest, die ist hier automatisch gefüllt, das macht es ein bisschen leichter. Und wenn wir die jetzt hier schon hinstellen, eine Sache fehlt uns noch, dann sehen wir auch schon ein bisschen was. Zum Beispiel das hier ist unklug, das so rum. Eigentlich sollte man die andersrum stellen. Warum? Weil die Toolstation automatisch auf die Pattern Chest nebendran zugreifen kann. Beziehungsweise die können alle darauf zugreifen. Was ganz cool ist, wenn man die hier so herstellt. Jetzt haben wir hier Toolstation, Stencil Table. Und was wir als letztes noch brauchen, ist der Part Builder. Part Builder. Und alles das, was ich jetzt gerade erzählen würde, ist einfach nur ein Log unter das hier drüber. Und das, was ich jetzt erzählen würde, würde euch übrigens auch das Tutorial erzählen. Ein Grund mehr, warum ihr das umgehen könnt. So, wunderschön im Kreis aufgestellt. Könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt. Wichtig ist nur, wie gesagt, dass der Part Builder neben der Pattern Chest steht. Denn hier kann ich jetzt einzelne Dinge herstellen. Interessant ist auch, die Vanilla Crafting Rezepte für die ganz normalen Tools sind deaktiviert. Also Stein, Diamant, Eisen, Holz und so weiter, könnt ihr Vanilla nicht herstellen. Ich kann das hier mal kurz demonstrieren, indem ich das hier mal klein mache und versuche, eine ganz normale Wooden Pickaxe herzustellen. Das funktioniert nicht. Und genau deswegen muss ich das mit Tinker's Construct machen. Gucken wir nochmal nach. Wir brauchen eine Wooden Pickaxe und einen Wooden Mattock. Also können wir jetzt hier nachgucken, was wir dafür benötigen. Wenn man es nicht weiß, geht man hier einfach auf Pickaxe und sieht dann, okay, Head, Binding, und ein Stick bzw. ein Rod dafür. Und mein Mattock braucht eine Schaufel, eine Axt und das Ding. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt hier rüber zum Part Builder und stellen die her. Und deswegen ist es, wie gesagt, wichtig, dass das Ding neben der Pattern Chest steht. Das macht das Rüberziehen ein bisschen einfacher. Wir brauchen den Pickaxe Head. Das ist die 1. Dann benötigen wir das Binding. Das ist die 2. Und wir benötigen, was ziemlich cool ist, und hier draus auch gleich herstellbar, noch den Rod to Rod, zack, ist übrigens kein Stick, hä? Hat nichts damit zu tun. Und dann müssen wir noch eine Schaufel-Head herstellen, das ist die 1, ich lege das hier auch schon gleich richtig untereinander. Dann brauchen wir noch die Axt, das ist die 2 und zum Schluss benötigen wir nochmal einen Rod, hätte ich eigentlich auch gleich 2 herstellen können. So, da haben wir das Endprodukt. Und damit sind wir jetzt mit den Einzelteilen fertig, die wir jetzt hier zusammenfügen können. Also als allererstes die Pickaxe, das ist die 1, die 2 und die 3. Jetzt haben wir eine Wooden Pickaxe, die wir übrigens im Inventar direkt mit Holz auch reparieren können und auch upgraden. Und jetzt machen wir dasselbe noch für den Mattock. Zack. Und so haben wir das komplette Tutorial übersprungen und bekommen wesentlich mehr Mission Outlook, als wenn wir es sonst machen würden. Außerdem bekommen wir dabei ein Buch, und zwar ein schon bekanntes Buch über verschiedene Dinge, die wir herstellen können. Übrigens alles gelockt hier. Ganz lustige Dinge. denn man muss sich alles in diesem Modpack immer Stück für Stück freischalten. Jetzt wird es langsam dunkel, deswegen schlafen wir mal. 3 Betten werden immer mitgeliefert. Wie gesagt, es gibt noch andere
Punkte, an denen man sich droppen lassen kann. Wie gesagt, haben wir es bei A gemacht. Deswegen zeige ich das jetzt auch hier dran. Jetzt haben wir quasi den ersten Teil, den Tutorial-Teil, geschafft. Und zwar im Schnelldurchgang, was man jetzt auch an unserer Reputation, die schon bei Fair ist, sehen kann. Jetzt gehen wir weiter in der Instructor-Quest und bekommen als nächstes die Aufgabe, dass wir normales Brot herstellen sollen, was ziemlich wichtig ist, weil wir irgendwann auch verhungern werden. Und dass wir Teching Up, also dass wir eine Flint Pickaxe Head nach demselben Muster herstellen sollen. Wir können mal ganz kurz gucken. Hier ist Gravel, das kommt schon mal ziemlich gut. Hier ist ein Slime, das kommt schon mal nicht gut. Ein Glück, dass hier Glas ist. Und es gibt den einfachen Trick. Übrigens, unten links sieht man jetzt, ne? Ich habe jetzt wieder das freigeschalten, weil ich Gravel in der Hand hatte. Nur so als Ansatz. Es gibt einen einfachen Trick. Man nehme drei Gravel und bekomme ein Flint daraus. Und jetzt kann ich damit den Flint Head im Tool Part Builder genauso machen wie gerade eben auch. Und da haben wir ihn. Und das reicht jetzt auch schon für unsere nächste Quest und wieder plus 1. Als nächstes kommt die Copper Pickaxe und das ist für uns noch ein ganzes Stück weit weg, deswegen lassen wir das erstmal beiseite und gucken uns stattdessen Where to Mine an. Das ist ein Buch, das wir für einen Punkt, man sieht hier schon, in welche Richtung das geht quasi, kaufen kann. Und das werde ich auch einfach mal machen, das ist seinen Punkt wert. Das sagt uns nämlich, wo auf der Insel es welche Dinge gibt. Und natürlich muss man sich auch hier einiges erstmal freischalten. Fun Fact. Im Singleplayer ist da mehr freigeschalten, als es bei uns auf dem Multiplayer-Server. Dankeschön auch. Jetzt gehen wir als nächstes weiter in der anderen Quest, denn als nächstes brauchen wir Essen. Und was übrigens ganz lustig ist, we are not asking for primitive bread. Primitive bread ist das, was ihr aus dem normalen Minecraft als Brot kennt. Allerdings funktioniert das hier nicht, sondern man muss es anders herstellen. Und dafür brauchen wir natürlich als allererstes Seeds. Seeds bekommt man allerdings entweder, wie gesagt, vom Supplier gegen Punkte oder ganz klassisch, indem man Gras anpflanzt und es kaputt macht. Und wie man hier gerade eben schon sieht, es ist irgendwie relativ selten. Und ja, das ist es tatsächlich. An Seeds und so weiter ranzukommen, macht sich das Modpack manchmal schon etwas sehr rar. So, nachdem ich jetzt echt einiges an Gras abgebaut habe und kein Glück hatte, was mich tatsächlich ein bisschen wundert, weil ich mir sicher bin, dass wir es im Multiplayer so gelöst haben, möchte ich euch eine andere Möglichkeit zeigen, das zu lösen. Und zwar sieht man da draußen diese Gewächse. Das ist Barley und den könnt ihr auch benutzen, um an Seeds ranzukommen. Und deswegen werden wir das jetzt tatsächlich hier an der Stelle mal missbrauchen. Dafür müssen wir allerdings ein Loch machen und das Loch müssen wir auch wieder auffüllen, natürlich entweder mit der Tür oder mit Dreck. Jetzt sind wir natürlich an einer Stelle, wo es echt gefährlich wird, denn hier auf dieser Gegend können wir uns vergiften. Das ist allesamt nicht gerade lustig, deswegen mache ich auch ganz schnell. Ihr seht auch schon, ich bin schon vergiftet und außerdem gibt es hier böse Gegner, auch bekannt als normale Schweine oder sonst irgendwas. Und die sind euch alles andere als gut gesonnen. Deswegen habe ich jetzt auch ganz schnell gemacht, aber dabei das geschafft, was wir gerade auf Anhieb dort oben nicht geschafft haben. Das hier ist Barley und den können wir jetzt wiederum klein craften zu Seeds, die wir wiederum benötigen, um den natürlich zu vervielfältigen. Die einzige Stelle, wo wir das momentan tun können, ist hier oben, weil hier Wasser in der Nähe ist, deswegen pflanzen wir die hier auch an. Und natürlich könnten wir auch unser Bone Meal jetzt hier nutzen, um das Ganze hochwachsen zu lassen. Interessant an der Stelle ist, ein Rechtsklick, wenn es voll ist und es droppt automatisch und wird neu angepflanzt. Ziemlich cool an der Stelle also. Dieses Barley hier müssen wir jetzt weiterverarbeiten. Wenn wir nämlich jetzt hier mal Bread eingeben und uns das Crafting-Rezept angucken, sehen wir das für primitives Brot. Das andere, um richtiges Brot zu machen, müssen wir allerdings erst Flour herstellen. Und dafür brauchen wir Mortar und Pestle, was wiederum drei echte Steine sind, also echt abgebauter, gebrannter Stein und ein Stick. Und das ist unser nächstes Ziel. Denn wie man jetzt gesehen hat, allein mein kurzer Sprintausflug da draußen, ja, wo ich einfach nur ein kleines bisschen Barley eingesammelt habe, weil ich mit dem Seed-Methode keinen Erfolg hat. Tatsächlich macht es auf mich echt den Eindruck, als wäre der Multiplayer anders zum Singleplayer. Allein das hat mich schon an Hunger gekostet. Und was in diesem Modpack nicht cool, aber für den Schwierigkeitsgrad hauptsächlich verantwortlich ist am Anfang, ist, dass ihr irgendwann nicht mehr dieselben Sachen essen können. Denn ich kann das mal an diesem Apfel hier demonstrieren. Der gibt momentan noch 100%, was einen halben Hungerbalken bedeutet. Würde ich jetzt aber irgendwann nochmal einen essen, dann würde das bedeuten,
dass er nicht mehr so viel gibt, weil immer angeguckt wird, was ihr als letztes gegessen habt. Das heißt, ihr müsst viele verschiedene Sachen essen. Wunderschöne Herausforderung. Wir benötigen jetzt hier also mindestens 11. Ich habe jetzt 12. Das wird reichen, um unseren Stein herzustellen. Das heißt, wir machen jetzt als allererstes einen Ofen, längst überfällig, und hauen die anderen 3 Steine da rein. Und als Feuermaterial können wir das Holz hier verwenden. 2 Holz sollte für die 3 Vorgänge reichen. Sehr schön. Und dann werden wir das Flour herstellen können für das Brot. Und dann sind wir soweit in der Instructor-Quest fertig. Denn dann zeige ich euch, wie es ansonsten noch weitergeht. So, wir haben jetzt hier 3 Blöcke Dayset. Das hat nichts mit Cobblestone übrigens zu tun. Oder Cleanstone im Inventar. Und damit können wir jetzt, auch wenn es kein echter Cleanstone ist, unseren Mortar und Pestle oder wie auch immer man das ausspricht, herstellen. Und das jetzt zusammen mit Barley gecraftet ergibt Flour. Und Flour ist die Grundsubstanz für Brot, wie ich jetzt hier gleich mal zeigen werde. So, wir haben inzwischen hier 3 Brot und können damit auch erstmal unseren Hunger voll heilen. Wenn wir nämlich drüber fahren und Shift drücken, sehen wir unten rechts, wie viel es heilen würde, und das sind gerade die Einheit, die uns fehlen. Außerdem können wir natürlich hier in unserer Quest Manual Submit 1 hochschicken und auch dafür unsere plus 5 Punkte abholen. Soweit, so gut. Jetzt haben wir also hier die nächste Quest freigeschalten, die man auch wirklich als allernächstes machen sollte. Nicht so wie wir in unserem Let's Play, und zwar Cooking for Blockheads. Das Herstellen einer Küche, die einem vorschlägt, was man noch alles zu essen machen kann. Außerdem soll man dann ein bisschen variieren. Das haben wir immer noch nicht gemacht. Cooking for Blockheads sieht also vor, ein Cooking Table herzustellen. Und wenn wir hier wiederum Nein benutzen, um uns das anzugucken, Cooking Table, dann sehen wir, dass wir da ein paar Dinge für brauchen. Und zwar benötigen wir als allererstes Logs, das ist nicht so das Problem. Aber wir benötigen auch Black Stained Clay, was aus Harden Clay und zum Beispiel Tintenfisch Tinte besteht. Harden Clay wiederum besteht aus normalen Clay, der gebrannt wird, so einfach, so gut. Außerdem benötigen wir aber auch ein Buch. Dieses Buch wird hergestellt aus einem normalen Buch. Dafür benötigen wir natürlich entweder Leder, Blank Patterns, ein String und in jedem Fall Papier. Und Papier können wir momentan nur aus Sugarcane herstellen. Das heißt, wir müssen die irgendwo finden. Und das ist jetzt der Part, wo es tatsächlich ein bisschen schwieriger wird am Anfang. Aber deswegen nicht unlösbar, wenn man sich nicht so dumm anstellt wie wir. Deswegen werden wir jetzt nämlich eine andere Quest zunächst machen. Und zwar die des Scouts, also des Entdeckers. Da sagt uns nämlich jemand, wir sollen erstmal Learn to Scout. Learn to Scout bedeutet, dass man sich einfach in eins dieser Ecken hier stellt. Das war entweder hier oder hier. Dann hat man das gevisited. Und dann hat es noch einen Konsumtask. Man soll nämlich nochmal eine Erde abgeben. Hier wird uns also nur gesagt, quasi wie es funktioniert. Manual Submit, Claim Reward. Und dann werden wir als nächstes, das ist das Coole, zum Sumpf geschickt. Und der Sumpf, der ist auch der nächste Aufenthaltspunkt, wo wir wirklich hin müssen, um in diesem Modpack am Anfang weiterzukommen. In diesem Sumpf werden wir nämlich viele Dinge finden, die wir am Anfang benötigen. Um dahin zu kommen, sollten wir uns aber vielleicht noch ein bisschen was zu essen einpacken. Übrigens, Essen einpacken. Man sieht jetzt, ich habe das jetzt schon einmal gegessen und es ist jetzt nur noch auf 77% Effizienz. Das heißt, statt 1,5 halt es jetzt schon nur noch 1. Und das ist genau der Knackpunkt. Ihr müsst nämlich vieles verschiedenes Essen herstellen. Und das ist am Anfang gar nicht so einfach. Deswegen werden wir uns jetzt beeilen, zum Sumpf zu kommen. Der liegt in diese Richtung. Und legt euch, bis ihr ein bisschen Equip habt, nicht mit den Schweinen an. Aber das wisst ihr sicherlich inzwischen selbst. Also, los geht's. Da ist ein Chicken. Das ist wahrscheinlich das Gefährlichste, weil das schnell ist. Man ist auch ziemlich YOLO-mäßig drauf, wenn man so wie ich sich nicht mal... Danke, wir wurden direkt vergiftet. Das kann immer wieder passieren. Man kann auch ziemlich, wie gesagt, YOLO-mäßig drauf sein, wenn man sich nicht mal ein Schwert macht, um rauszugehen. Was ich übrigens auch lasse an dieser Stelle ist, ich sprinte nicht. Das wäre fatal, jetzt zu sprinten, denn das geht alles nur auf die Hungerleiste. Gut, also, hier sind schon die ersten Sugarcanes, die nehmen wir natürlich mit. Und hier ist das rettende Wasser, das lustigerweise bei mir wegen einem Chunk-Lag nicht wirklich angezeigt wird. So, ich habe das Ganze irgendwie umgangen. Minecraft-Magic eben. Keine Ahnung, warum das ja nicht angezeigt wurde. Ich wollte jetzt ungern die Welt reloggen. Was allerdings interessant ist, ist, dass im Wasser man relativ sicher ist tatsächlich. Und da wir eh noch Squids benötigen, ist die Wasserfortbewegungsmethode auch gar nicht so schlecht. Hier oben links findet ihr übrigens Beerenbüsche. Die solltet ihr mitnehmen, nicht so wie ich. Und hier auf der ganzen Seite seht ihr überall Sugarcanes. Sugarcanes. Sugarcanes.
Allerdings ist es so, dass sie durch ihre Färbung nur sehr schlecht zu erkennen sind. Und deswegen ist es manchmal ein bisschen nervig. Hier ist eine Kuh gestorben. Das kann relativ oft passieren. Wenn nicht, seht ihr da vorne auch noch eine Kuh. Hier sind nochmal Zuckerrohr. Wenn nicht, müsst ihr das, wie gesagt, mit den Blank Patterns herstellen, euer Buch. Und da vorne ist auch schon der Sumpf, eine der Scout-Missionen am Anfang. Und da werden wir jetzt aber noch andere Dinge finden. Ich laufe jetzt gerade nur hin, weil hier gibt es eben unter anderem auch nochmal Zuckerrohr, wenn man bis jetzt noch keins gefunden hat. Dort gibt es allerdings auch etwas ganz anderes, was wir noch benötigen. Oh, guck mal, Pilze gedroppt. Hier stirbt einfach alles auf diesem Planeten. Pilze kann man übrigens auch nehmen, Pilzsuppe und so weiter. Nämlich hier unten gibt es Clay. Clay gibt es sicher auch noch näher, aber unter anderem eben auch hier. Und dieses Clay können wir jetzt für Cooking for Blockheads benutzen. Lässt sich natürlich dank unserem Maddock relativ schnell abbauen. Wir brauchen einiges davon. Wir müssen nämlich 8 herstellen. Das ist dann schon ein bisschen was zu tun hier unten. Und den Clay können wir dann später braten und damit unser, wie gesagt, Cooking Table herstellen. Ich gucke jetzt gerade mal, wir brauchen 8 Stück. Das heißt, wir sollten schon einiges im Inventar haben. Ich schwimme mal schnell hoch und gucke mir das kurz an, wie viel wir haben. Das sind jetzt schon 6 Stück. Okay, dann müssen wir nochmal welche abbauen. Und damit können wir dann, wie gesagt, müssen wir sie noch schwarz färben. Das heißt, wir brauchen noch einen Random Encounter, könnte man sagen, wenn man aus der Fallout-Szene kommt. Und mit einem Squid mit Tintenfischtinte mehr herstellen. Habe ich gut gefällt gerade. Dankeschön. Jetzt müssen wir nochmal Luft holen. Ich dachte, ich kann das am Stück machen. Tintenfischtinte müssen wir natürlich ein bisschen Glück haben, dass hier irgendwo einer spawnt. Ist allerdings jetzt auch nicht so super selten, also hat man schon mal Glück. Diese Blumen hier kann man übrigens abbauen und mitnehmen, man sieht, die treiben die Verseuchung zurück. Eine Tatsache, die sie zu wirklich guten Begleitern macht. Und man kann übrigens auch sehen, wenn ich jetzt esse, halt nur noch eins, halt auch nur noch eins, halt nur noch ein halbes. Man sieht auch, dass die Effizienz auf 42 runtergegangen ist, wo man nochmal schön sieht, wie bescheuert es ist, mehrfach dasselbe immer wieder zu essen. So, hier diese Blume, wie gesagt, sollte man mitnehmen, damit man nicht vergiftet wird, so wie ich es gerade eben schon wieder. Dankeschön auch. Und wenn ihr einen Rechtsklick auf so einen Punkt macht, habt ihr ihn freigeschaltet, sodass ich jetzt instant zurücktraveln könnte. Mir fehlt allerdings noch was, und zwar mein Squid. Und dafür muss ich mich jetzt nochmal ein bisschen umgucken, bis ich welche gefunden habe. Wie gesagt, es ist jetzt nicht so super selten, dass man sie findet. Wir können mal so lange gucken, wo wir bei uns hin haben. Claim Reward, waren wir schon da. Sehr schön. Es ist nicht so super selten, dass man welche findet. Ich meine, das ist wie in Vanilla Minecraft, da verändert sich nichts dran. Dennoch sind wir darauf angewiesen, damit wir unseren schwarzen Clay haben. Da unten sind jetzt auch schon unsere Squids, die wir töten müssen, um an unsere Tinte ranzukommen. Außerdem droppen Squids noch Essen, was wir auch sehr gut gebrauchen können, und zwar Raw Calamari, was weiterverarbeitet werden kann. Außerdem interessant, in diesem Sumpfgebiet gibt es da drüben auch Kürbisse, die natürlich auch zu Essen weiterverarbeitet werden können und so weiter. Bedeutet, wenn man sich nicht so dumm anstellt, wie wir uns angestellt haben, hat man eigentlich nicht so die Nahrungsprobleme. Kann aber trotzdem passieren. Raw Calamari kann man hier weiterverarbeiten zu Fisch, wenn man will, oder man brät es im Ofen. Beide Möglichkeiten sind da. Gut, jetzt haben wir unseren Clay, den kann ich hier noch klein machen. Die 8 Stück, die wir benötigen, die wir jetzt braten müssen für Hardened Clay. In der Zwischenzeit könnt ihr natürlich weit genug sein, dass ihr auch tatsächlich Kohle schon habt. Oder ihr macht das so wie ich und müsst eben von Hand immer noch das Holz weiter nachbearbeiten. Gibt beide Möglichkeiten. Außerdem wichtig, hier unten, das sollte man wieder zubauen. Denn auch wenn nur ein einziges offen ist, und es ist übrigens ein einziges offen da oben, können zum Beispiel feindliche Spinnen oder Hühner hier eindringen. Und das kann durchaus tödlich enden. Gut, jetzt haben wir unser Holz hier. Ich crafte das mal ganz schnell klein zu Sticks, damit ich abzählen kann, wie viel ich benötige. Hauen wir einfach mal hier komplett rein. Und jetzt wird das hier immerhin schon mal durchgebraten. Jetzt kann ich für mein Cooking Table schon mal meine Sugar Canes weiterverwenden. Wie gesagt, zu Papier. Das ist der erste Schritt. Und dann entweder mit den Dingern, die wir auch benötigt haben für die ganzen Gerätschaften hier. Oder wenn wir Glück hatten und eine Kuh getroffen haben, auch mit Leder zu einem Buch verbraten. Dieses Buch wird dann, sobald das Zeug hier durch ist, ebenfalls in den Ofen gelegt, um dort weiterverarbeitet zu werden. Solange wir das hier brät, kann ich mal kurz in mein Inventar hier reingucken. Es gibt nämlich noch andere Quests, die wir machen können. Es gibt noch die Geologist-Reihe, wo man Steine sammeln muss. Mit Cobblestone beginnt es. Die kann man übrigens einfach herstellen, indem man 4
normale Steine, wie man sie hier findet, zusammencraftet oder tiefer sucht, dann findet man auch normalen Stein. Scout habe ich gerade eben schon gezeigt. Paranormalist hat was mit Farmcraft zu tun und beginnt mit Eisen, etwas, was man am Anfang überhaupt nicht hat. Colonist ist quasi die Master Quest. Wenn ihr diese Quest hier erreicht habt, habt ihr das Spiel durchgespielt. Da geht es darum, die Welt von ihrer Verseuchung zu befreien. Dann haben wir Xenobiologist. Da geht es um die einzigartigen Alien-Stuff, den man hier so findet. Und dann haben wir weiter unten, momentan noch nicht freigeschaltet, Engineer, Black Market und The Dark One. So, unser Ofen ist fertig. Hier haben wir schon mal das erste Ding. Und jetzt hauen wir das Buch, was wirklich komisch aussieht, aber korrekt ist, da oben noch rein. Jetzt können wir nach dem Crafting-Rezept hier unseren schwarzen Blackstained Clay herstellen. Gibt vielleicht auch einfache Möglichkeiten, aber was soll's, das bisschen Clay. Clay ist übrigens im Nachhinein noch wichtig, weil man dafür ganz viel mit der Smeltery machen kann. Deswegen sollte man sich das auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Jetzt haben wir hier unser Cooking for Blockheads. Übrigens interessant, ein Buch, das euch sagt, was ihr aus eurem Inventar alles herstellen könnt. Zum Beispiel Sugar, klar, kann ich aus meinen Canes herstellen, Grilled Mushroom, Raw Fish und so weiter. Allerdings muss ich das noch von Hand machen. Es gibt eine Möglichkeit, das zu beschleunigen im Inventar, und zwar, indem man das zusammen mit einem Crafting Table vercraftet. Dann kann man auch im Buch selbst quasi schon unterwegs die Sachen herstellen. Und die letzte Stufe ist dann, dass man das zusammen craftet. Und genau das will ja auch die Quest von uns. Bitterweise brauchen wir dafür noch ein bisschen mehr Log und haben natürlich keinen Baum gerade da. Deswegen muss man noch schnell einen nachwachsen lassen. So, wie immer hier den Maddock benutzen. Sollte der mal kaputt gehen, könnt ihr eigentlich einfach noch einen Strauß Stein bauen oder ihn mit einfachem Holz wieder reparieren. Wir benötigen jetzt erstmal nochmal 3 plus 2, also 5 Logs. Hoffentlich gibt der Baum uns so viel, damit wir dann daraus das Cooking Table bauen können. Und dann quasi auch zum Ende dieses Tutorials kommen damit. Dieses Cooking Table baut sich jetzt hier zusammen aus dem, dem und da dieses Buch hier rein. Wenn man weiß, wo man suchen muss, eigentlich gar kein schwerer Schritt. Und das hier ist quasi der Anfang einer Küche. Denn hier könnt ihr jetzt tatsächlich einfach durch rumklicken, euch die Sachen herstellen. Und was auch noch interessant ist, es gibt auch extra Items, die nicht ganz billig sind, wo man für viele auch Eisen braucht. Und ihr könnt die Küche auch noch später weiter ausbauen, zum Beispiel mit einem Ofen oder einem Kühlschrank. Tja, so viel dazu. Das ist also der erste Schritt, damit ihr nicht an Hunger sterbt. Haltet die Augen offen, man kann irgendwie alles mehr oder weniger essen. Haltet die Augen außerdem offen, weil, ach, diese Dinger da drüben, ich möchte gar nicht zu nah ranlaufen. Könnt ihr mal machen, wenn ihr lebensmüde seid. Und ja, der nächste Schritt wäre jetzt quasi, außer dass ich natürlich gucken muss, dass ich nicht verhungere, was wirklich kein einfacher Job ist, dass ich die Scout-Mission gewissentlich mache, um wirklich neue Dinge zu entdecken. Man kann einige Dinge beschleunigen, dass ich hier nach unten grabe, um neue Mineralien zu finden, dass ich meine Tools verbessere und dass ich die Instructor-Quests entlang spiele und auch im Allgemeinen versuche, hier weiterzukommen. Vielleicht noch ein letzter Tipp. Es gibt noch a little help here. Das gibt euch in regelmäßigen Abständen 7 Bone Meal. Ihr dürft es nur nicht vergessen. Ja, das war's mit diesem kleinen Tutorial hier. Relativ schnell gehalten und trotzdem hat es lang gedauert. Das sind die ersten Schritte und ungefähr so, ja, das, was wir jetzt plus minus in den ersten paar Folgen auch geschafft haben. Als nächstes geht es dann natürlich weiter, mit dem Equipment besser zu werden, aber das sind Dinge, die ich euch dann vielleicht in der nächsten Tutorial-Part erzählen kann. Wenn ihr wollt, dass ich Tutorials quasi als Ergänzung zum Let's Play von uns beiden immer dann mache, wenn wir quasi wieder einen Meilenstein erreicht haben, sodass es quasi das Tutorial nie weitergeht als das Let's Play selbst, aber als Ergänzung da ist, wenn ihr eine Zusammenfassung wollt, was wir eigentlich gemacht haben, was wichtig ist, dann lasst es mich gerne wissen. Und ansonsten sage ich Dankeschön fürs Zusehen, viel Spaß in Blightfall, eine verdammt geile Map für die 1.7.10 und passt auf euch auf, denn dieser Alien-Planet ist wesentlich böser, als es vielleicht in dieser kurz zusammengefassten Version scheint.